Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz spezielles Unboxing bzw. ein Haul für dich. Und zwar habe ich mir von Code Beauty Produkte bestellt und habe diese gratis Goodie Bag dazu bekommen. Das ist die The Tried and Tested Goodie Bag. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, nicht nur, was sich hier drin befindet, sondern auch, was ich mir erholt habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Das war schlecht. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, eben kam ein großer Karton bei mir an und ich habe mich erst gefragt, was ist das? Weil bei Cult Beauty steht auch irgendwie gar nicht drauf, wo es herkommt. Keine Ahnung, ich habe den Aufkleber auch schon entfernt, ne? Den Adressaufkleber, sonst hätte ich euch jetzt sagen können. Weil da war einer drunter und dann wurde einer drüber geklebt. Ich denke, durch diese ganze Brexit-Geschichte haben die das jetzt so ein bisschen anders gestaltet. Wenn man für 170 Euro in dem Online-Shop von Cult Beauty eingekauft hat, hat man nämlich diese Goodie-Bag mit dazu bekommen. Die hat auch einen sehr, sehr hohen Wert. Ich meine 295 Euro oder so den Dreh, weiß ich nicht, kann ich euch gleich mal ausrechnen. Ich habe mir die schon mal geholt, als es so in der Zeit der Adventskalender war zum Beispiel. Nicht zum Beispiel, es war einmal, genau. Und da gab es auch eine Goodie Bag mit dazu und da hatte ich mir tatsächlich den Adventskalender bestellt und dann gab es die Goodie Bag quasi mit dabei, das war ziemlich cool. Und das war wie ein Adventskalender zu sehen, mehr oder weniger, weil die hatte auch, glaube ich, 25 oder 23 Produkte drin. War auch ziemlich cool, jetzt haben wir, glaube ich, 22 Produkte mit dabei. Ich zeige euch erstmal, was ich mir bestellt habe. Das sind Sachen, die ich schon länger so auf meiner Wishlist hatte, die ich sowieso mir mal holen wollte und jetzt habe ich mir gedacht, komm, 170 Euro muss ich zusammenkriegen, in Anführungsstrichen. Und warum sollte ich mir da nicht einfach auch High-End-Produkte holen, die ich sowieso haben will? Denn du bekommst vor allem High-End dort, ne? Da habe ich mir einmal von Anastasia Beverly Hills die Foundation geholt. Das ist die hier. Die wollte ich immer schon mal haben. Die habe ich immer mal wieder gesehen bei anderen. Und ja, ne? Jetzt habe ich sie da. Und welche Farbe habe ich? 130N. Ich hoffe, dass sie passt. Das müssen wir uns mal angucken. Das ist halt dieses Plakative, wo hier so Fat Foundation draufsteht. Wobei, wenn ich mir das angucke, könnte das auf jeden Fall klar gehen. Das könnte was werden. Wird demnächst mal in einem Fullface New In High End Rampampam ausprobiert. Genauso auch von Jouy habe ich mir eine kleine Palette geholt. Das Blush Bouquet in Rose Gold. Eine Dual Blush Palette. Das ist diese hier. Und die habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen bei Franka. Frankas Favorites. Und ich habe die auch schon, meine ich, wo habe ich die denn noch gesehen? War das bei Jenny? Miss Curly Jen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es die Mini-Größe davon. Da sind die beiden Farben Marigold und Rose Petal drin. Und das finde ich ganz nett, dass Jouy das anbietet, dass du das in der kleinen Größe in Anführungsstrichen bekommst. Weil selbst die kleine Größe ist schon sehr, sehr groß. Das sind die beiden Töne. Und die haben beide halt auch einen Schimmer mit dabei. Und einen Spiegel haben wir auch mit dabei. Okay, ja, sehr zarte Töne. Wirklich zarte Töne. Vor allem das dunkle Tönchen ist ein zartes Tönchen. Sehr interessant, aber schön, ne? Schimmert. Wow, sowas mag ich in letzter Zeit irgendwie relativ gerne. Ich habe jetzt aktuell einen matten Blush drauf, aber den habe ich mir nochmal mit dem Highlighter getoppt, der mit in der Palette drin war. Ist von May. M-A-Y-Y. Das war mal in der Blissim-Box drin. Dann von It Cosmetics das Bye Bye Pores Illumination Poreless Finish Airbrush Pressed Powder. Das habe ich bei Maxim gesehen und fand das total cool. Und habe mir gedacht, dass es Sinn machen würde, dass ich mir das hole, weil ich habe ja trockene Haut. Und ich brauche irgendwas, was nicht unbedingt abmattiert. Bye Bye Pores ist auch eine feine Sache. Ich habe gemerkt, dass ich hier schon sichtbare Poren habe. Ne? Das kommt halt mit der Zeit irgendwann mal. Und das ist hier dieses Produkt. Habe ich in Radiant Translucent. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie wie so ein Highlighter oder sowas ist. Bei Mamako Beauty sehe ich auch immer die It Cosmetics Produkte, ne? Und finde das immer herrlich. Okay, da ist jetzt eine Folie rausgefallen. Und krass, wie wenig Produkt da drin ist. Gut, hier unten ist nämlich so ein Schwämmchen mit dabei. Und hier haben wir dann das Puder. Also ich sehe Schimmerpigmente da drin. Und da hoffe ich einfach mal, dass es auf dem Gesicht nicht glitzern wird. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Das mag ich nicht so unbedingt gerne. Okay. Schauen wir mal. Oh, sehr sanft, sehr weich. Ja, man sieht ein bisschen Schimmer, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel von Love der
in das Perfectitude Aura Glow Powder. Das habe ich zum Beispiel hier einfach so als Finish Powder auch über mein Gesicht gegeben. Das ist schon cool. Aber das, also so eine riesen Verpackung, finde ich krass. Gut, ja. So, alles zusammenpacken, dass wenn ich dann mein Fullface schminke, dass es auf jeden Fall mit dabei sein wird. So, dann habe ich mir geholt, und da war ich schon länger scharf drauf, habe die auf diversen Wunschlisten drauf gehabt. Ja, mein BH sitzt irgendwie merkwürdig. Von Too Faced die Natural Face Palette. Ich habe die Natural Eyes Palette auch schon von denen und finde die klasse. Und ich habe mir gedacht, dass es gar nicht so verkehrt wäre, diese Natural Face Palette auszuprobieren. Die hat Blush, Bronzer und Highlighter mit drin enthalten. Und halt das schönste Too Faced Packaging meiner Meinung nach. Genau, kommt raus. Schön. Das ist richtig, richtig schön. Ne? Oh, hat hier auch dieses Herzchen drauf. Und die Natural Eyes Palette finde ich auch wunderschön. Tolle Produkte. Highlighter haben wir mit dabei. Blush und ich glaube eher ein Bronzer würde ich, also der da oben, das wäre für mich ein Bronzer. Das hier sind dunkle Blushes. Das ist ein krasser Blush. Und das sind zwei Highlighter. Und so schaut es aus. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ne, es reflektiert alle auf diesen metallischen, aber ich finde sie super schön. Riecht auch sehr angenehm, also parfümiert sind die Produkte von Too Faced, glaube ich, immer. Da hast du ja auch noch ein Buch mit dabei, wie du dich am besten schminken kannst und so, finde ich ganz witzig. Und praktisch halt auch in dem Sinne, dass du weißt, wie du die anwenden könntest. Ich bin da ja auch eher Autodidakt, ne? Ich mache das so, wie ich Bock habe. Und ich hatte das jetzt auch immer mal wieder gesehen bei Look Fantastic oder so. Da war das aber immer ausverkauft, wenn dann halt solche Aktionen waren. Das war ein bisschen schade. Und als Lidschattenpalette habe ich mir von Huda Beauty die Naughty Palette mitgenommen, weil die zu dem Zeitpunkt da auch irgendwie super krass reduziert war oder so. Ich guck mal eben auf meine Rechnung, was da so draufsteht. Die hat 46,87 gekostet. Ich weiß nicht, ne? Werde ich euch einblenden. Mal eben hier irgendwo, was die normalerweise kostet. Und ja. Das hat mich direkt schon auf der Startseite angelacht und durfte dann mit. Die schaut so aus. Und bei den Huda Beauty Paletten, bei diesen großen, ist es ja immer so, dass du dann unten irgendwie auch so einen Cremeton mit dabei hast. Genau, das ist hier dieser Slippery. Ich habe mir schon super viele Reviews dazu angeguckt und hatte mich eigentlich dazu entschieden, mir die nicht zu kaufen. Aber ja, jetzt war sie reduziert und so. Und sie sieht auch schon schön aus. Sehr viele, sehr ähnliche matte Töne. Also dieser, der gehen alle in eine sehr ähnliche Richtung, muss ich gestehen. Das hätte man vielleicht ein bisschen individueller gestalten können. Da vielleicht noch ein paar ersatzmäßige Töne nehmen. Ich meine, gut, der ist jetzt ein bisschen aschiger, aber die beiden sind schon sehr, sehr ähnlich. Ansonsten ist der hier so ein schwieriger Ton, muss ich gestehen, weil so, ja, ich glaube, hatte Alicia Marie die nicht getestet? Zusammen? Bei Unlikely? Ich glaube schon. Genau, und hier sind halt dann noch verschiedene andere Töne mit dabei, Schimmertöne und so. Die möchte ich aber wirklich mit euch zusammen auf dem Auge ausprobieren. Das machen wir dann zusammen. Die wird jetzt einfach mal auch nicht geswatcht. Ich finde das Packaging irgendwie schön tatsächlich. Ne? Das ist erhaben so ein bisschen. Und das hier ist so, es fühlt sich schon sehr angenehm an. Aber ich würde jetzt nicht hundertprozentig sagen, ja, es fühlt sich wie eine super hochwertige Palette an. Ne? Also das muss ich gestehen. Da ist die Too Faced Face Palette auf jeden Fall so richtig, dass du merkst, dass du was Wertiges in der Hand hast. So viel zu den Produkten, die ich mir gekauft habe. Die haben jetzt in Summe 186,67 gekostet. Wie gesagt, 170 hätte man ausgeben müssen, um eben diese Goodie Bag zu bekommen. Ich schiebe das eben zur Seite. Und dann schauen wir in die Goodie Bag. Was ich gut finde bei Cult Beauty, dir wird immer angezeigt, was drin ist. Das ist natürlich bei der Fülle an Produkten ziemlich viel. Aber ich finde das sehr transparent. Ne? Das gefällt mir. Und ja. Deswegen auf. Mache ich jetzt mal den Beutel auf und dann gucken wir mal rein. Als erstes haben wir hier eine Tasche drin, die wird jetzt auch wirklich als ein Artikel wohl gezählt. Sieht aus, als wäre die aus Karton und das ist sie wahrscheinlich auch. Ich verwende solche Taschen immer, wenn ich Verlosungen mache oder Tauschpakete oder so, dass ich da jeweils Produkte halt reinpacke, um sie halt nochmal zu schützen und so. Dann spare ich mir auch Geschenkpapier, dann hat man was Wiederverwendbares. Und ja, ist aber eine schöne Kosmetiktasche. Da kann man so nichts zu sagen. Ich finde jetzt nicht, dass sie schön aussieht, wenn ich das, ne, ganz ehrlich, als so sieht, weiß ich nicht. Aber es ist wahrscheinlich irgendwas ganz Tolles bei Recycled oder so. Das weiß ich nicht. Das steht jetzt hier gerade nicht so explizit mit dabei.
macht aber auf jeden Fall den Anschein. So, jetzt drehe ich die Tasche mal in meine Richtung und dann greife ich blind rein. Dann habe ich von Honest Beauty ein Matte Primer. Achso, übrigens, die Produkte, die ich hier jetzt in dieser Goodie Bag drin habe, könnte ich theoretisch, weil es ja irgendwie auch eine Beautybox ist, also im weitesten Sinne, es ist eine Beautybox, also theoretisch könnte ich die Produkte, die jetzt hier in dieser Tasche drin sind, nehmen, um sie in mein Full-Face Beautyboxen Mai zu packen. Denn ich packe das jetzt ja hier im Mai aus. Ist eine Idee, ne? Mal gucken. Honest Beauty, wie gesagt, der Matte Primer. 30 ml sind hier drin. Das dürfte sogar fast eine Full-Size sein. Ja, das finde ich nicht verkehrt. Honest Beauty ist ja auch so eine Marke, die auf Inhaltsstoffe irgendwie so relativ hohen Wert legt, ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das irgendwie cruelty-free oder so ist. Blend a Pearl. Achso, eine Perlengröße sollst du einfach auf dein Gesicht geben. FSC ist die Verpackung. Aber da, hier, improve people to live happy, healthy lives. Okay, die haben sehr viele Inhaltsstoffe hier drin, die ich jetzt so nicht kenne. Deswegen, also ich hatte eigentlich so im Hinterkopf, Honest Beauty allein vom Brandname her, ist auch irgendwie eine Marke, die ganz besonders ist. Weiß ich aber gerade nicht. So schaut es aus. Matte Primer verwende ich persönlich ja nicht so unbedingt, weil ich ja ein trockenes Häutchen bin. Aber manchmal funktioniert es schon. Ich habe zum Beispiel heute von Fenty diesen matten Primer verwendet oder den ersten, den sie herausgebracht hat in der kleinen Größe. Ne? Ich gebe mir dann darüber zum Beispiel sowas von How Cosmetics das Pearl Shine Elixir, einfach damit man so ein bisschen noch glowy Gedönsen im Gesicht hat. Aber ich persönlich kann es mittlerweile verwenden tatsächlich, weil ich eine gute Hautpflege für mich gefunden habe und dann kriege ich das immer gut gebacken. Ich wollte nicht vorher reingucken. Ne? Dann habe ich hier das nächste Produkt von Oskia London. Das hatten wir auch, ich glaube, in einem Adventskalender mit dabei. Die Renaissance Mask, Nutriaktiv Brightening and Resurfacing Mask. 15 ml sind hier enthalten. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das habe ich tatsächlich schon bei mir in meinen Backups drin. Das Packaging kommt mir sowieso bekannt vor. Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß nicht. Aber finde ich schön. Nur Gesichtsmasken bin ich ja ein großer Freund von. Das feiere ich immer. Und das soll dir halt auch Strahlkraft geben. Und klären soll sie auch. Die ist luxuriös von der Textur her. Hat AHA mit drin und Enzyme. Also okay. Clean Beauty 99,4% sind der Inhaltsstoffe sind natürlichen und ursprünglichen Ursprungs. Ja, irgendwie so. Genau, jo. Muss ich mal gucken. Mittlerweile traue ich mich ja auch an AHA und so einem Kram ran. Und dann habe ich hier etwas drin. Don't even think about it. Serious Skin Care Routine in Progress. Cult Concierge. Okay. Hä? Da haben wir so ein Türhängeschild. Gut, wir haben bei uns zu Hause jetzt nicht so super viele Türen, um ehrlich zu sein. Achso, wenn irgendwas ist, sollst du da vorbeikommen. 7 Tage die Woche sind die da. Ja klar, ist ja eine Homepage, Leute, ne? Genau. Need Beauty Advice, du kannst dich da an das Cult Beauty Team wenden, bla bla. Ja, ist nett. Okay, dann kommt das nächste Produkt mir schon entgegengeflogen von Huda Beauty, richtig cool. Und zwar ist es ein Power Ballet Matte Lipstick. Okay, da muss ich schauen. Aber eigentlich Huda Beauty, ne? Ihr habt es ja eben gesehen, ich hatte ja auch eine Palette, die ich da ins Auge gefasst habe. Ist schon eine Marke, die ich gerne mag. Dirty 30 heißt die Marke. Und schmutzige 13. Ja. Also ich glaube, Huda Beauty ist schon lange nicht mehr so im Hype, wie sie es mal waren. Was ich ein bisschen schade finde, weil zu den Anfangszeiten von mir hier auf YouTube war Huda Beauty, glaube ich, echt in aller Munde immer wieder. Aber irgendwie haben die nachgelassen. Ich weiß nicht warum. Wisst ihr warum? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche empfehlbare Videolinks dazu oder so. Ne, weil ich weiß es so jetzt ad hoc nicht. Die Verpackung nicht gut auf, ne? Ich will jetzt auch nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte diese Umverpackung eigentlich nie kaputt machen. Das ist ziemlich dämlich eigentlich, ne? Weil nachher schmeiße ich die ja eh weg und behalte nur den Lippenstift. Der ist aber schon schön, ne? Den mag ich schon gerne leiden. Also das ist eine tolle Farbe, so ein gräuliches Dunkelrosé. Ist das magnetisch? Ja, sehr schön. Oh, der ist wahrscheinlich furztrocken. Mal gucken. Ist wirklich sehr, sehr spitz. Schaut aber schön aus. Also falls ihr solche Aktionen nicht verpassen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Da hatte ich das geteilt. Da heiße ich AIYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter.
Genau, wenn solche Aktionen sind, weil so schnell kann ich kein YouTube-Video darüber drehen, als dass die Aktionen vorbei sind. Ne? Meistens ist es ja nur irgendwie ein paar Stunden. So schaut der aus. Der schaut auch sehr schön ebenmäßig aus. Also den kann ich mir toll vorstellen. Ich bin aktuell auch wirklich ein Fan davon, öfters mir mal so einen dunklen Lippenstift aufzugeben, wenn ich so einen nudigen Look wie heute geschminkt habe. Mein Freund kam eben übrigens rein und da hatte ich gerade so ein bisschen Struggle mit der Mascara, weil es ein bisschen viel auf meinen Wimpern war. Und dann war ich gerade am Ausbürsten und dann wollte er mir halt einen Kuss geben. Und kam dann halt so von hinten, ich sag, Moment, ich muss aufpassen, ne? Die Mascara trocknet an, ich muss meine Wimpern kurz retten. Und dann sagte er zu mir, hä, wieso, das sind doch eh nicht deine eigenen. Ich sag, doch, das sind meine eigenen. So, ne? Dass ich hatte nicht mit gerechnet, dass das meine eigenen Wimpern sind. Ich trage heute die Nabla Vicious Mascara, für wen auch immer das interessiert. Die hatte ich ja mal von Purish zugeschickt bekommen und weil meine L'Oreal Air Volume ist leer gegangen und da musste ich jetzt einen würdigen Ersatz für Wawa Boom Lashes mir drauf machen und ja, da war ein bisschen viel Produkt dran, auf jeden Fall. Freue ich mich auf den Lippenstift? Doch, ne? Das kann man sich auf jeden Fall geben. Dann habe ich hier von Glow Recipe Watermelon Glow PHA und BHA Pore Tight Toner. Toner für porenreine Haut, 40 ml sind hier enthalten. Ich habe aktuell von Glow Recipe die Watermelon Sleeping Mask bei mir stehen, die ich so ein-, zweimal die Woche mache ich mir die abends halt drauf. Die mag ich auch ganz, ganz gerne. Hat nicht so den Ultra-Effekt, aber es fühlt sich schön an, es riecht angenehm und ich mag den Tiegel. Und hier haben wir halt auch schon wieder so einen richtig schönen Tiegel. Oh mein Gott, das ist so ganz speziell, weil das auch so eingeditscht ist, ne? Das mag ich gerne. Ja, also das, ich glaube, das wäre tatsächlich etwas, was ich eher abends dann anwenden würde, weil immer, wenn du mit irgendwas mit Säure oder sowas arbeitest, musst du immer gucken, wie sind da die Wechselwirkungen zu anderen Produkten, die du verwendest und ja, ne, Sonnenschutz sowieso gebe ich mir jeden Morgen Lichtschutzfaktor 50 plus drauf und das ist auch so wichtig, muss man wirklich drauf achten und ne, deswegen, da schaue ich nochmal, wie das mit den Inhaltsstoffen aussieht. Ich bin ja nicht so mega firm in diesen ganzen Inhaltsstoffen, da lese ich mich dann meistens einfach auch übers Internet ein. Das soll auch feuchtigkeitsspendend sein und halt porenverfeinernd. Doch. Das finde ich interessant. Doch, Toner mag ich gerne. Ich brauche auch viel Feuchtigkeit. Dann haben wir hier von Ren Clean Skincare etwas drin. Das habe ich auch schon mal verwendet. Das Ready Steady Glow AHA Lotion Tonique 100 ml. Und das ist ja auch ein Toner. Da muss man halt wirklich aufpassen. Das ist halt auch wieder Säure, ne? Ne? Da, ja. Muss man aufpassen, dass das vorsichtig und langsam angewendet wird, also quasi nicht von jetzt auf gleich morgens, mittags, abends gefühlt den Toner auftragen, sondern erstmal vorsichtig einschleichen lassen, dass die Haut sich auch dran gewöhnen kann, solltest du aber bei Skincare immer machen, theoretisch, ne? Und ja, clean to skin, clean to planet, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, anfangs hatte ich davon Unreinheiten bekommen, weil quasi alles ausgebrochen ist, aber im Laufe der Zeit wurde meine Haut schon schöner damit, ne? Muss ich mal gucken. Also ich verwende auch aktuell von Beauty Mates ja diesen AHA Glow Booster und das verwende ich morgens immer und der gefällt mir wirklich gut. Ne? Also AHA scheine ich manchmal zu vertragen. Dann habe ich hier Gold Faden MD Bright Eyes, ein Zettelchen mit dabei. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil hier die Inhaltsstoffe draufstehen und das Produkt hier irgendwo drin ist. Müssen wir mal schauen, wann es mir in die Finger fällt. Von Galinée. Eine Hydrating Facial Face Cream für sensitive Haut habe ich, ist sehr, sehr geil. 30 ml sind enthalten und du hast Präbiotika, Probiotika und Postbiotika damit drin. Und es ist irgendwie patentiert. Okay, die Marke sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie was von gehört, aber das hatte ich jetzt auch in der Adventskalenderzeit öfters gehabt, dass es dann einfach mal eine super teure Marke war, die ich dann in den Händen gehalten habe. Die Haut soll geschützt werden, beruhigt werden und softer werden, also ne, softer aussehen. Und die Creme ist duftstofffrei, finde ich cool. Du hast trotzdem einen leichten Duft von braunem Zucker, weil das halt als Inhaltsstoff drin ist. Jo. Und es kommt aus Frankreich, made in France. Okay, schauen wir uns mal die Tube an. Oh, die ist ungefähr die Hälfte von der Verpackung, aber spricht eigentlich dafür, dass es wahrscheinlich ein teures Produkt ist. Ne? 30 ml sind hier enthalten und das sollst du dir morgens und abends drauf machen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Dann habe ich hier etwas drin und zwar, oh ja, cool. Das ist von Emma Hardy, der Moringa Cleansing Balm. Nicht jeder mag den Duft. 15 ml sind hier enthalten.
Und der Duft ist schon sehr, sehr präsent, sehr intensiv. Und die haben irgendwie immer Hardy überklebt. Nee, heißen die jetzt RP, MSL? Keine Ahnung. Oder sind die umgezogen? Aber es ist immer Hardy. Das, ne? Sehr schwerer weiblicher Duft, wenn ich das so beschreiben müsste. Ne? Aber es ist ein effektives Produkt. Das nimmt dir wirklich super das Augen-Make-up und das Gesichts-Make-up runter. Damit macht man dann so Double Cleansing, dass du quasi erst das hier verwendest auf dem trockenen Gesicht. Dann machst du ein bisschen Finger auf die Hände. Nein, Wasser auf die Finger. Machst es dann über das Gesicht nochmal drüber, um das Ganze zu emulgieren, also so ein bisschen aufzuschäumen. Und dann wäschst du dir das unter der Dusche oder mit dem Waschlappen oder wie auch immer runter. Und danach empfehle ich persönlich, und dann wird auch immer empfohlen, Double Cleansing zu machen, sprich dann nochmal ein Reinigungsgel zu verwenden für die Hautklärung an sich oder einen Schaumcleanser oder so zu nehmen. Ja, um halt auch hier gegebenenfalls ne, noch Öle mit runter zu waschen und so. So verwende ich sowas immer. Und das finde ich cool. Ich habe zwar heute noch Nachschub bekommen von Yepoda, von meinem The Calm Balm, aber das Ding, das wird auch super schnell leer sein, ne? So, als nächstes habe ich von Medicard C-Terra Lipid Vitamin C Radiant Serum. 8 ml, das wird teuer sein, Leute. Wenn das 8 ml sind, nur die hier drin sind und das irgendwas mit Medi zu tun hat, hast du meistens hier was Hochpreisiges in den Händen. Ja, ist auch nochmal schön verschweißt. Also, das ist halt nochmal, soll die Strahlkraft geben, ne? Vitamin C, rampampam. Ich glaube, ich habe letztens gehört, wenn du so, eine bestimmte Form von Sonnenschutz verwendest, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn du darunter nochmal Vitamin C Produkte verwendest. Vitamin C hast du ja in super vielen anderen Produkten auch mit drin, aber das wäre dann vielleicht für unter der Sonnencreme auch eine ganz gute Geschichte, um die Hautbalance nochmal irgendwie herzustellen. Also ich gucke mir super viele Skincare-Kanäle an, ich kann mir aber bei weitem nicht alles merken. Also ich habe es nicht studiert, ich habe mich da nicht so tierisch eingelesen. Ich bin gelernte Industriekauffrau und keine Medizinerin, deswegen ist es immer nur gefährliches Halbwissen. Ne? Genau. Aber ich meine da was gelesen zu haben oder gehört zu haben in einem Video. So, dann habe ich hier von Elemis was drin. Skin Nourishing Milk Bath, Enriching Bathing Milk. Body Soothing, 60 ml, also quasi für die Badewanne. Gut, wenn man ganz hardcore drauf ist, kann man sich das auch als Fußbad machen, wenn man keine Badewanne zu Hause hat, so wie ich, ne? Warum eigentlich nicht? Man gönnt's, ich habe bald Geburtstag, ne? Mache ich mir zum Geburtstag ein Fußbad mit Elemis. Riecht angenehm, sehr cremig, so leicht süßlich tatsächlich aber auch, aber angenehm. Ist parfümiert, definitiv, ne? Aber ich mag's. Jo. Schütteln und dann ab ins Bad damit. Ja, läuft. Cool. Also wir haben nur schon eine gute Auswahl, ne? Und man muss bedenken, man hat halt für 170 Euro was bestellt und dann natürlich auch die 170 Euro Produkte für bekommen. Und dann halt die Goodies. Von Espa, auch eine sehr hochpreisige Marke. Natural Beauty Inner Calm, Bergamot und Jasmin. Ich liebe Jasmin. Body Lotion 30 ml. Das werde ich einatmen. Oder meine Haut viel mehr, weil ich ja auch sehr trockene Körperhaut habe. Ich trockne mich, genau. Ich trockne mich jeden Abend ab, nachdem ich geduscht habe, klar. Und creme ich dann noch ein. Man riecht hier jetzt leider nichts raus. Bergamotte wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen herber machen, aber Jasmin mag ich vom Duft sehr, sehr gerne. Genau. Das ist nice. Aber hier ist noch genug drin, Leute. Das ist auch super. Kann ich sehr gut gebrauchen, weil ich den Sonnenschutz, von dem ich eben gesprochen habe, leider heute leer gemacht habe. Dann werde ich hierzu übergehen. Supergoop Unseen Sunscreen UVB High Protection. Lichtschutzfaktor 30 ist ein bisschen wenig. 15 ml sind enthalten. Aber bevor ich nichts habe, habe ich den. Ich warte nämlich noch auf meine Nachlieferung und ja, dann mache ich mir den halt die nächsten Tage drauf. Das finde ich cool. Anziehen Sunscreen. Dann hier, das ist farblos, hat eine geruchslose Formulierung und das kannst du auch super als Primer verwenden und das hinterlässt ein sanftes und Velvet Finish. Ebenmäßig wahrscheinlich dann ja auch, ne? Cool! Es ist, ja, Primer, ist fürs Gesicht geeignet, okay. Anastasia Beverly Hills, die Lash Break Mascara, die habe ich auch schon da. Die mag ich gerne, die ist toll. Die ist wirklich schön, die macht ja auch schöne Wimpern. Kann ich empfehlen, hatte ich in meinem Douglas Adventskalender mit drin. Was ich mir alle merken kann. Die gibt die Volumen, Länge, ist langanhaltend, wasserresistent sogar. Krass, dermatologisch, nee, ophthalmologisch. Mhm. Reviewed, keine Ahnung, sowas also solchen Aussagen traue ich ja selten. Glutenfrei, warum auch immer, alkoholfrei, auch das ist sehr nett. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn hier drin? Sample not for sale, klar, du hast hier halt auch Mini-Größen drin. 2,5 ml, ist quasi wie eine Probe. Finde ich aber nicht schlimm, die ist halt super klein, ne? Aber süß.
Doch, die mag ich. Die gibt Volumen, das hat so ein Kunsttapierstchen. Die ist gut. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. So, jetzt sind wir noch genug drin. Hier habe ich von Pai, auch das ist eine hochpreisige Marke, das Rosehip Bio Regenerate Rosehip Seed and Fruit Universal Facial Oil, 10 ml. Das ist ein Gesichtsöl mit Hagebutte. Ja, durch Pai habe ich gelernt, dass Rosehip Hagebutte heißt, denn wir hatten das öfters mal in Adventskalendern drin. Und genau das müsste ich auch da haben. Viele haben mir erzählt oder ja, ihre Review in dem Sinne geschickt. Per Instagram machen das viele, Gott sei Dank, finde ich cool, echt, mega nice. Dass es bei denen nicht so funktioniert hat, dass sie den Duft nicht gerne mochten. Gut, ich habe es bei mir noch nicht langfristig ausprobiert, also ich habe noch keins aufgebraucht. Dann habe ich hier von Sol de Janeiro, geil, Glow Motions Rio Sunset Glow Oil, Illuminator, oh Gott, das ist Spanisch, ich kann kein Spanisch, Translucent Transfer Resistant Shimmer for Body and Face, 30 ml. Hier hinten steht es auf Englisch drauf, na toll. Ja, also das ist ein Body Shimmer. Kannst du jetzt im Sommer oder wenn der Sommer sich irgendwann mal blicken lässt, wobei, ne, Sonntag sollen es irgendwie 27 Grad werden, voll geil, geil, schöne Verpackung. Kannst du das auf jeden Fall anwenden? Sieht schön aus, ne? Also ich finde diesen Deckel ein bisschen überdimensioniert zu dem Produkt, was da drunter ist. Aber das passt halt auch irgendwie zu dem Style, was die ja normalerweise auch in diesen Bum-Bum-Creams und so drin haben. Und das ist dann ein Pumper. Ich feiere das. Ich finde es cool. Ich kann mir sowas gut auf den Beinen vorstellen. Oder hier so Dekolleté, Halsbereich, ne? So Schlüsselbeine und so. Das mag ich ganz gerne. Ich freue mich schon drauf, wenn es wärmer wird und man weniger Kleidung trägt und sowas verwenden kann und sich endlich mal wieder einen Grund schafft, seine Beine zu rasieren. Die sehen schlimm aus, Leute. Okay, von Fresh haben wir Rose Deep Hydration Face Cream, 7 ml. Ja, und irgendwas, das soll Feuchtigkeit geben und nähren. Das ist dieses Produkt. Und ich glaube, Fresh ist auch eine Marke, die nicht günstig ist. Hat so einen kleinen Tiegel hier drin, das ist schon süß, ne? Ach, ist das süß. Finde ich echt niedlich. Ja, da hast du nicht lange was von, ne? Aber so für eine Woche zum Testen, um zu schauen, ob du das verträgst, ist es nicht verkehrt. Warum eigentlich nicht? Und Rose mag ich gerne. Rose beruhigt meine Haut auch echt toll und gleicht die toll aus. Also, das finde ich nice. Übrigens wollte ich jetzt nicht irgendwen triggern, denn ich habe gelesen, dass ich oft nice in letzter Zeit sage. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Von Biosuns haben wir mit Squalan, Vitamin C und Rosenöl ein Facial Oil to visibly brighten and firm. Also damit du sichtbar, heller und geglätteter aussiehst. Das finde ich cool. 12 ml sind hier enthalten. Und ich weiß nicht, ist das das Produkt, wo wir hier diesen Beipackzettel auch mit haben? Nee, das ist es nicht. Okay. Das ist irgendwas mit Goldfaden. Mit einem goldenen Faden. Oh, schön. Das ist aber Plastik. Ich dachte erst, das wäre Glas, das wäre ja noch krasser gewesen. Das finde ich wirklich schön. Squalan soll auch irgendwie so ein ganz toller Inhaltsstoff sein. Das höre ich immer mal wieder, aber ich habe so bewusst noch nichts mit Squalan gehabt. Ja, und Vitamin C ist wieder mit dabei, Rose ist mit dabei. Da bin ich auch mit dabei, wenn das alles dabei ist. So, jetzt muss ich das hier irgendwie wieder reinbuxieren. Hat auch so eine ganz recycelte Verpackung. Irgendwie sieht das aus wie Graspapier, ne? So ähnlich wie bei der Beauty Love the Natural Box sieht hier dieser Karton aus, der Karton von dem Produkt. Das will aber nicht scharf stellen. Doch jetzt. Na guck. Ne? Irgendwie hat das was. Hier, Gesichtsöl, das die Haut sichtbar festigt und einen strahlenden Ton verleiht. Achso, das war's schon. Ja gut. Sollst du nur äußerlich anwenden. Vegan ist das Produkt. Nicht Pickel verursachen, das ist auch immer sehr wichtig. Für alle Hauttypen, auch für sensible Haut, die habe ich. Und die Inhaltsstoffe sind wirklich, also die Inkilis ist sehr, sehr klein, ne? Also da, also oder kurz vor allem. Da ist jetzt nicht irgendwie 5 Milliarden Inhaltsstoffe. Das will nicht scharf stellen. Das will die ganze Zeit meine Lampe scharf stellen. Ich weiß gar nicht warum. Eine komische Geschichte hier mit dieser Kamera, Leute, ich sag euch das. Naja, so auf jeden Fall. Finde ich schön. So. Weiter geht's. Hier habe ich ein kleines Produkt drin. Das ist Goldfaden. Solution Bright Eyes Darker Circle Radiance Concentrate. Also das ist 4 ml und bestimmt nicht günstig. Da haben wir ein Produkt, was quasi die dunklen Augenschatten wegmachen soll und Strahlkraft geben soll. Und das finde ich nice. Also wenn es ein Konzentrat ist, dann kannst du es sogar fast schon unter der normalen Augencreme aufgeben. Muss ich mal schauen, wie sich das so verhält, weil ich brauche wirklich eine intensive
Pflege für meine Augen. Aktuell verwende ich tatsächlich auch ein Augenserum und darüber dann ein bisschen später, nachdem es ein bisschen eingezogen ist, nochmal eine Augencreme. Ist ein bisschen viel, aber ich weiß, dass meine Haut es aktuell wirklich braucht. Ne? Das ist, und hier ist das Problem, müde Augen. Steht hier drauf. Problem, tired eyes. Mentau, ne? So, dann habe ich hier von Charlotte Tilbury ein Produkt drin. Schön. Pillow Talk Lip Luster. Luxe Color Rich Lip Lacquer. Schöne Geschichte. Pillow Talk ist die Farbe. Die haben wir hier. Da weiß ich gar nicht, ob ich die schon habe oder nicht. Ich habe ja letztens zu Black Friday Week sehr, sehr viel von Charlotte Tilbury bestellt, weil die gerade ja dieses Angebot hatten. Und dann auch noch kurz bevor ich mein Fullface Charlotte Tilbury Produkte geschminkt habe. Und das sieht so aus. Ich meine, dass ich den noch nicht habe, muss ich aber tatsächlich nochmal vorsichtig in meine Sammlung schauen. Und ich trage aktuell oder heute tatsächlich als Lip Liner den Pillow Talk und darüber trage ich von Dominic Cosmetics den Peach Tea. Das ist dieser hier von Purish. Und ich mag einfach die Farbe Pillow Talk sehr, sehr gerne, auch in Kombination mit so gut wie allen Lipglossen. Das ist Wahnsinn. Ja, und hier muss ich mal gucken. Learn my tips and techniques at charlottetilbury.com. Genau, da kann man auch echt mal vorbeischauen, kann ich nur empfehlen. Da gibt es oft schöne Angebote und Goodie-Aktionen, wo du was gratis mit dabei bekommst. Ich habe zum Beispiel die Foundation gratis bekommen mal. Ne? Von Caudalie haben wir hier ein, das müsste Glas sein tatsächlich, Vino Perfect Serum Eclat Anti-Touch Radiant Serum. Mhm. Complexion Correction, 10 ml sind hier drin. Das ist so eine kleine Pipettenflasche. Sieht nice aus. Doch, das mag ich, ne? Also Vino Perfect ist eine Reihe, da hatte ich schon mal den Toner von, der hat mir gut gefallen. Und das soll einfach Strahlkraft geben. Na guck, jo, Mentau, ne? Caudalie ist ja auch so eine Art Naturkosmetik, oder es ist Naturkosmetik, weiß ich gerade nicht. Kannst du morgens und abends verwenden, steht hier drauf. Nice. Und halt, du kannst dich so durchtesten, dann auch durch das Cult Beauty Sortiment oder allgemein durch so High-End-Pflege und so. Zwei haben wir noch. Einmal habe ich hier von Dr. Dennis Groß, das ist teuer, All Physical Lightweight Wrinkle Defense. Das ist mit Lichtschutzfaktor 30, Broad Spectrum 7 ml. Guck, da hätte ich sogar noch einen zweiten Sonnenschutz hier. Das ist doch mal klasse. Kann ich mich nicht beschweren. Lichtschutzfaktor 50 wäre jetzt noch geiler gewesen. Das hätte ich richtig hart gefeiert. Und von Dr. Dennis Groß hatten wir öfters mal so kleine Tübchen mit dabei gehabt. Oder so Sachets, was so Art Peeling war. Aber ganz merkwürdig. Das hatten wir sehr viel in Adventskalendern drin. War irgendwie merkwürdig. So ist mir das halt im Kopf geblieben. Ne? Aber jetzt habe ich hier so ein Cremchen. It Cosmetics hat hier auch noch was mit reingepackt und zwar ganze 5 ml Hello Results Wrinkle Reducing Daily Retinol Serum in Cream. Das ist dieses hier. Ich habe, meine ich, bei der lieben Nathalie Nord Beauty gehört, dass man jetzt, wo die Sonne halt so intensiv, jetzt noch nicht, aber wenn die Sonne dann intensiver rauskommt, am besten kein Retinol verwenden sollte, weil das zu Pigmentflecken führen könnte. Ich korrigiere mich, falls es falsch war, hier nochmal irgendwo, ne, in diesem Bildschirm, aber ich meine, dass es so ist. Das heißt, es ist ein Produkt, was ich mir auf jeden Fall aufbewahren würde für den Winter, weil ich möchte keine Pigmentflecken, jedenfalls nicht noch weitere haben. Und jo. Ansonsten ist Retinol eine ganz, ganz tolle Geschichte für meine Haut. Das verträgt sie richtig gut. Aber halt nicht, wenn ich davon Pigmentflecken kriege. Ne? Das möchte ich nicht. Nö. Genau. Aber es steht hier sehr, sehr klein alles drauf. Das kann ich jetzt echt nicht gut lesen. Hier steht auch drauf, wie du es benutzen sollst. Und ich kann es echt nicht lesen. Ich habe meine Brille nicht auf. Und ich möchte mich in die Tube reinkriechen. Wow. Also wenn ich hier das angucke, sieht es deutlich mehr aus als das, was wir so auf der Homepage gesehen haben. Was mir natürlich so ein bisschen fehlt, ist ein bisschen vielleicht eine Lidschattengeschichte oder so. Da hatten wir letztes Mal auch die Huda Beauty Ruby oder die Emerald Palette drin, das weiß ich nicht, denn ich habe beide da. Und das fand ich natürlich richtig geil. Aber gut, hier hast du dafür hochwertige und ganz, ganz coole Pflege, da freue ich mich drauf. Aber halt auch dekorative Kosmetik mit Lippenprodukten und die Mascara und so. Also ich persönlich kann es wirklich empfehlen, wenn man halt diese Cult Beauty Geschichte hat, diese Cult Beauty Bag Geschichte, dass man da einfach mal vorbeischaut und sich anschaut, was da drin ist und ob das sich für einen halt lohnen würde. Vielleicht im Vorfeld sowieso, arbeite ich ja viel so mit Wishlists, ne, dass ich mir mal aufschreibe, was ich mir irgendwann mal kaufen möchte, wenn ich ein gutes Angebot dabei bekomme. So auch in diesem Fall. Und das war's mit dem Video, mit meinem Haul, Unboxing, wie auch immer ihr das nennen mögt. Ja, ich bin
glücklich, tatsächlich. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!